Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwiersch und dies sind die Themen für Dienstag, den 15. September. In Stolzenau hat eine Drogenrazzia stattgefunden, bei der die Polizei 4 Wohnungen durchsuchte. Schon Anfang September hatten die Beamten eine Indoor-Plantage ausgehoben. Die Polizei spricht von einem größeren Ermittlungserfolg gegen die Betäubungsmittelkriminalität. Am kommenden Sonntag, dem 20. September, wird um 17 Uhr in der Martinskirche in Nienburg eine Ausstellung mit Arbeiten von 9 lokalen Künstlern eröffnet. Montag wurde im Kirchenschiff aufgebaut. Wort wird Bild heißt die Ausstellung, die bis Ende Oktober zu sehen sein wird. Darin geht es um künstlerische Positionen zur Bibel. Das erste Treffen des ehrenamtlichen Projekts Schrift und Sprache hat stattgefunden. Ziel ist, erwachsenen Flüchtlingen den Lebensalltag durch die Vermittlung von Deutschkenntnissen zu erleichtern. Zum ersten Treffen kamen 9 Flüchtlinge und knapp 20 Ehrenamtliche. Ins Leben gerufen hat das Projekt die Freiwilligenagentur Nienburg. An der Wilhelm-Rösler-Straße im Nordertor sind momentan die Abrissbagger unterwegs. 6 Mietblöcke, die die GBN von der Gagfa-Gruppe gekauft hatte, sollen bis Jahresende abgerissen werden. Laut GBN-Geschäftsführer soll damit ein sozialer Brennpunkt bereinigt werden. Was auf den Grundstücken passieren soll, steht noch nicht fest. Leer bleiben sollen sie nach Auskunft von Vollmer allerdings nicht. Am Wochenende erschien unsere Sonderbeilage Job for You. Auf über 50 Seiten präsentieren wir viele Informationen rund um den Ausbildungsplatz und stellen zahlreiche Betriebe vor, die im kommenden Jahr 2016 Auszubildende suchen. Die Beilage ist auf unserer Homepage abrufbar oder in unserer App in der Kategorie E-Paper. Zum Sport. Der RSV Rehburg brachte jetzt ein Stickeralbum mit 250 Klebebildern heraus. Beim Verkaufsstart mit über 200 Eltern und Kindern gab es allerdings nicht nur fröhliche Gesichter, sondern auch ein paar traurige. Denn eine komplette F-Jugendmannschaft der Jugendspielgemeinschaft fehlt im Album. Diese wird aber umgehend nachgereicht. Susanne Behling war beim Heimturnier der Reitgemeinschaft Wietzenbücken beste Kreis-Nienburgerin im L-Punktespringen. Der Gastgeber schnappte sich insgesamt 50 Schleifen beim Turnier an der Osterberg-Reithalle. Der SC Hasbergen freut sich über zahlreiche Gäste bei seinem 60-jährigen Jubiläum. Der Vorsitzende Ralf Cordes führte am Nachmittag durch das Programm mit einem Elfmeter-Cup und den Spielen der Fußball-Erst- und Zweitvertretung. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Dienstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.